Ja, was machen wir denn heute? So, liebe Leute, ich muss jetzt mal echt, jetzt muss ich was raushauen und es ist schon wieder. Vielleicht sollte sich die National Zealot Agency selber outen. Das wäre jetzt wirklich fällig. Nein, passt auf. Also ich habe Post bekommen. Wieder mal, ich habe Post bekommen. Ihr wisst ja, im Discord, ich habe im Discord gibt es ja eine Adresse. Nein, alles gut. Niemals. Also, es gibt im Discord habe ich ja, man kann mir ja auch das, ich habe in der Vergangenheit immer ganz coole Sachen, ja auch nette Aufmerksamkeiten, ganz liebevoll gemachte Dinge, Gimmicks, richtig tolle Sachen von euch bekommen und ich freue mich da immer mega darüber. Und wenn ich sowas im Stream öffnen soll oder öffnen darf, ist natürlich immer cool, wenn wir das zusammen machen können. Aber es gibt manchmal auch Post, die ich nicht im Stream öffnen soll oder darf und dann finde ich es auch ganz toll und bin super dankbar dafür. Ja. Und ja, die Adresse, wie ihr mich da erreichen könnt, postalisch, die findet ihr dann auch entsprechend im Discord. Genau. Oder könnt ihr auch bei den Mods nachfragen, die geben euch dann die richtige Adresse, wie ihr mich postalisch erreicht. So. Ja, ich habe da was bekommen. Also ich denke mal, dass ich das erste Schreiben hier, ne? Also ich hatte ein Schreiben bekommen. Ich hatte auch natürlich schon wieder ein bisschen Anweisung bekommen. Ja. Also ich habe Anweisung bekommen. Ich muss euch das mal, muss ich euch mal zeigen. So. Ein hochoffizielles Schreiben. Hochoffiziell. Ja. Hochoffiziell. Ich zeige es mal. Hab's nur kurz hergezeigt. So. Ich lese das mal vor. Darf ich ja hoffentlich vorlesen, oder? Lieber Alex. Keine Sorge, es ist nicht schon wieder Weihnachten. Unsere Ehrenmitglieder bekommen hin und wieder Post von uns, denn in der Agency legen wir großen Wert auf das Wohlergehen des Personals und erst recht auf die Mitglieder mit besonderem Status. Daher möchten wir dir auf diesem Wege unseren aktuellen Wochenspeiseplan der NSA-Kantine zukommen lassen. Ah, dann habe ich hier einen schönen Wochenspeiseplan bekommen. Der ist so gut. Also ich freue mich schon auf der Kantine, die Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Das ist richtig. Was gibt's morgen? Vorspeise, Frischkäse, Lachs, Avocado, Terrine auf Wakame-Salat mit Sesamöl. Dann gibt es noch Erbsensuppe. Das ist so einfach mal, ne, einfach, ja, einfach. Vegetarisch gibt es Brokkoli, Spinachsmedaillon auf Bärlauchcreme mit Karotten und Erbsenschoten. Aber das wird morgen, das wird, also mal gucken. Nudelsalat mit gefüllten Käse, Tortellini, Erbsenspeck und Minze. Das klingt gut. Also Pasta ist so mein Ding, ne? Also das finde ich cool. Amerikanische Fleischspieße mit Honig, Blaubeeren, Soße dazu, Potato Fries. Boah, das ist auch ziemlich cool, weil es so schön deftig ist, ne? Aber vielleicht von allem ein bisschen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dann gibt es Bienenstich. Ja gut, damit, da macht man bei mir keinen Stich. Bienenstich ist nicht so mein Ding, aber hey, es gibt so tolle Sachen da vorne, da habe ich eh schon eine dicke Kugel, wenn ich da gegessen habe. So, ach so. Hoppla, beinahe vergessen. Wir wollen ja nicht so sein. Natürlich gibt's auch noch Geschenke. Die findest du auch. Anbei. Aber Achtung, die Geschenke sind gesichert und dürfen nur im Stream geöffnet werden. Okay. Deine NSA National Salad Agency. Ist so geil. Ohne Witz. Okay. Also, das war oben aufgelegt in dem Karton, den ich da habe. Und ja, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was ist da wohl drin, huh? Ich bin super gespannt. Hier ist ein Päckchen. Ich habe das aufgemacht, oben auf lag das Anschreiben. Hier ist ein Umschlag, den ich auch nur jetzt öffnen darf. Und da ist noch was drin. Hey, so liebevoll eingepackt. Es ist wirklich wie ein Weihnachtsgeschenk. Es ist so cool. Danke. Allein da schon die Freude. Ich habe die ganze Zeit schon Vorfreude jetzt gehabt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das passt mal auf. Ich mache da mal den Umschlag. Und so ist schön hier. Schaut mal. Richtig schön. Das ist wirklich wie Weihnachten. Es ist wie Weihnachten. Danke. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. So, ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig. Ist ja egal, ne? Also man macht immer erst einen Umschlag. Oh.
So. Oh. Wow. Anders Ehrenmitglied Totolus TV. Wow. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Also hier, schön. Oh, da ist sogar. Ey, richtig krass. Ey, diese Mühe. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist einfach nur. Schaut doch mal dieses bedruckte Papier. Wer macht denn sowas? Hier, guckt euch das mal an. Eine Briefmarke, eine eigene, schön zugebunden. Anders Ehrenmitglied. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Hier ist Flaudi mit drauf. Es ist ein richtig schöner Umschlag. Hey, allein das Design von dem Ding ist schon geil. Ihr seid echt krass, Dankeschön. Obsidiana, Dankeschön für 14 Monate in Resub, Dankeschön. Und liebe Grüße nach München an meine Heimatstadt, howdy. Und Savra, Dankeschön für deinen Follow, willkommen in der Community, schön, dass du dabei bist. Und jetzt bin ich gespannt. So, also ich habe jetzt gerade das gelöst. Jetzt machen wir mal auf. Was? So, ich mach mal auf. Das sieht dann so aus. Ich lese das jetzt gleich mal vor, was da steht. Oh, ich guck mal, das ist. Ich schau doch mal das an hier. Ist das geil? Ach, der weiße Scharnier. Oh ja. Oh, der weiße Scharnier. Oh, es war einmal ein Sheriff. Und sein Spieler. Beide liebten ihren weißen Scharnier über alles. Doch eine Geschichte von Moral und Prinzipien nahm ihn ihnen einfach weg. Das machte sie sehr traurig. Das Leben ging weiter und sie machten das Beste daraus, doch der Verlust des weißen Scharniers hinterließ ein Loch in ihren Herzen. Viele Monate später fassten der ehemalige Sheriff und sein Spieler einen Entschluss. Sie würden sich den weißen Scharnier zurückholen. So machte der ehemalige Sheriff eine neue Ausbildung im PD, die sich nochmal Monate zog. Doch dann war es soweit. Die Prüfung war geschafft und man durfte zurück ins SD zum weißen Scharnier. Die Freude des Sheriffs und seines Spielers, als sie endlich wieder mit dem Scharnier fahren durften, war so groß, dass sie sogar weit weg in einem Discord-Voice noch spürbar war. In diesem Voice fiel der Satz: Man möchte dem Sheriff und seinem Spieler am liebsten einen Scharnier zum Kuscheln schenken. Nun, jetzt hältst du, lieber Alex, das Ergebnis in den Händen. Kleiner als drei. Liebe Grüße aus dem Hauptquartier. Alter Schwede, jetzt mich. Nee, oder? Ihr seid doch. Nein, habt ihr nicht getan, oder? Also, das Bild ist schon mal so gut, so geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist so geil. Das muss ich mir. Hey, ich brauche das. Ich muss mir das ausdrucken. Das ist so gut. So, jetzt pass mal auf. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ein Geschenk, liebevoll in weihnachtlichen Sternchenpapier eingewickelt. Leute, ich bin. Oh, ich mach's auf. Oh, das ist so schön. Ich will es nicht mal aufmachen. So schön ist das hier. Ja, und sogar. Ey, das ist auch selten. Da wird sogar das Paketband wird dann angeklebt, damit es auch ja nicht verrutscht. Damit es einmal, weil es so schön gemacht worden ist, auch wirklich so bleibt. Also, Leute. Es geht ums Detail. So diese ganze Detailverliebtheit, das schöne Vorbereiten und Machen und hier diese Karte. Wahnsinn. Ihr seid echt krass. Also das, alleine das finde ich so toll, Leute. Ich will es gar nicht aufmachen. Ey. Ich muss alles zerreißen. Okay, jetzt. Moment. Okay, jetzt muss ich gewalttätig werden.
Nein. Oh nee, ey, ihr seid so fertig, ey. Ihr seid echt so fertig, Leute. Meine Güte. Nee. Gute Nacht, mein weißer Scharnier. Sei dir sicher, ich träume von dir. Ich pack das jetzt mal aus und dann. Das ist so beschwert, ey. Ja, zeige ich euch schon, Nico. Nein, echt. Ihr seid echt bekloppt. Alter Schwede, sogar mit eigener Marke. Und ich sehe noch was. Ist das die Geschichte? Ist das die Geschichte des Entstehens? Ja, weißt du, es sind immer so kleine Hinweise. Es sind so kleine Hinweise. Da ist eine Marke dabei. Und dazu gibt es noch. Ja, das ist. Nee, das ist abgefallen. Das war. Das ist jetzt. Das war nur in so ein Fädchen. Das ist abgefallen gerade. Das war gerade am Fädchen am Reißverschluss dran und ist aber jetzt gerade abgefallen. Aber hier, hey, ne? Ich glaube, das ist, ihr Wahnsinnigen, ey. Pass auf, okay, also, und hier nochmal. Gute Nacht, mein weißer Scharnier. Sei dir sicher, ich träume von dir. Und jetzt? Ein schönes Kissen. Ein schönes Kissen, mit dem ich mich richtig schön hinlegen werde. Es ist. Das ist so geil, Leute. Ey, das ist echt unglaublich geil. Ey, ihr seid echt krass. Ihr seid so krass. Oh, da bist du endlich. Hey, mein weißer Scharnier. Howdy. Ah, wir werden. Wow, wir werden schöne Stunden miteinander verbringen. Oh, ich freue mich. Ey, ihr seid echt fertig. Oh, das ist ja geil. Liebe National Salad Agency. Liebe National Salad Agency. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ihr seid echt krass. Also ihr habt ja diesen Einfallsreichtum, einfach diese tollen Mega-Überraschungen, ja. Also egal wie klein, wie groß, es ist alles nie irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist alles kein 0815. Es ist so, wie ich gerade sagte, die Details, die ganz tollen Ideen, die ihr da mit reinbaut, die ihr da umsetzt, die ihr. Was ihr hier. Sprachlos, wirklich sehr, sehr sprachlos. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Liebe National Salad Agency, mega geil.